Hanna und Tsubaki haben die meisten gemacht. Fantastic. Gut gemacht. Ich hätte den Träger des Heiligen Schwertes Yato nicht unterschätzen sollen. Nun, ich höre mir gerne deine Erklärung für den grundlosen Angriff auf meine Leute an. Yes. Sehr gut. Warte, was wisst ihr über mein Schwert? Ah, König Sumeragi und ich waren gute Freunde. Von ihm lernte ich viel über die Geschichte der Waffe. Ich sorgte mich ebenso um ihre Zukunft, deshalb war es notwendig, dich zu testen. Mich zu testen? Wieso? You are correct. Einer wie. Das Schwert besitzt die Kraft, das Flammensiegel heraufzubeschwören. In den falschen Händen entfesselt es genug Macht, um die Welt zu zerstören. Deshalb wollte ich selbst sehen, ob du der Richtige bist, es zu fühlen. Understood. Ich verstehe. Und was ist mit den Dorfbewohnern, die wir verletzt haben? Listen well. Ich wusste bereits, dass du und deine Verbündeten euch nur verteidigt habt. Weshalb sonst sollten hoshidische Adlige Fremde attackieren und dann zulassen, dass sie von dem Clan der Fremden gefangen genommen werden? Und das friedlich? Nein, es war mir bewusst, dass etwas nicht stimmt. Nun danke, dass ihr uns glaubt. Ich fürchte, das ist die erste gute Nachricht seit langem. Oh, bitte, ich würde gern die ganze Geschichte hören. Aber nach diesem Kampf sollten wir uns zuerst frisch machen und etwas essen. Danke für die Einladung und glaubt mir, wir könnten ein wenig Ruhe und Essen gebrauchen. Aber wir sind auf der Suche nach Milord Ryoma und Milord Takumi. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dann mache ich dich auf den Weg. Viel Glück. Die lassen einen aber schnell vom Haken. Nun, das hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ja, ich bin froh, dass wir den Windclan noch zu unseren Freunden zählen können. Ich bin noch etwas verwirrt über das, was Fuga über mein Schwert gesagt hat. Weißt du etwas über das Flammensiegel? Nein, aber es war interessant, dass er beschrieb, das Siegel zu verbinden. Ist es möglich, dass es mehr als nur ein Flammensiegel gibt, wenn dem so ist? Gibt es mehr als nur ein heiliges Schwert da draußen? Eine beunruhigende Vorstellung. Was, wenn unsere Feinde bereits eine ähnliche Waffe besitzen? Ja, ein erschreckender Gedanke. Aber konzentrieren wir uns künftig auf die künftigen Probleme, bevor wir neue erfinden. Du hast recht, Einovi. Ich denke, ich verrenne mich da in etwas. Vielleicht haben wir uns zu früh gefreut. Da kommt Häuptling Fuga und er scheint in Eile zu sein. Anovi, wartet einen Moment. Ich muss dich umbringen. Ja, jetzt, mir ist was runtergefallen. Ein Kaufzettel von einem nahen Landgasthof. Wie kann ich euch helfen, Häuptling? Ist alles in Ordnung? Ja, danke. Ich dachte mir, wir könnten ein Abkommen treffen, von dem beide Seiten profitieren. Du brauchst jede Unterstützung, die du bekommen kannst. Und wir haben einen begabten Kleriker, der etwas Erfahrung gebrauchen könnte. Sein Name ist Hayato. Und er würde sich auch euch gern anschließen. Ach, guten Tag. Guten Tag. Das habe ich gesehen. Glaube ja nicht, dass ich deinen Blick nicht bemerkt hätte. Lass dich durch sein jugendliches Äußeres nicht täuschen. Hayato besitzt einige einzigartige Fähigkeiten, die ihn unersetzlich machen. Ich will nicht eingebildet klingen, aber du
kannst dich glücklich schätzen, mich in deiner Truppe zu haben. Thank you. Nun gut, in solchen Zeiten schlage ich sicher keine Hilfe aus. Fantastic. Richtig! Ich hoffe, er wird dir eine wertvolle Ergänzung deiner Gruppe. Ich bin froh, dass sich die Möglichkeit für dich zu reisen endlich ergeben hat, Hayato. Huh? Reisen? Ich hoffe, es ist klar, dass das kein Urlaub wird. Mhm. Natürlich. Es ist nur so, dass er nicht oft die Möglichkeit hat, das Dorf zu verlassen. Während Hayato dir hilft, wird er zum ersten Mal die Welt entdecken. Ich verstehe. Ich denke, ich weiß, wie er sich fühlt. Schließlich verbrachte ich fast meine gesamte Kindheit eingesperrt in einem norischen Schloss. Nun, dann habt ihr beide sicherlich viel darüber reden können. Ich vertraue dir, dass du gut auf Hayato aufpasst. Häuptling, muss ich dich erneut daran erinnern, dass ich kein Kind mehr bin? Du hast recht. Ich gestehe, dass ich manchmal noch etwas zu beschützerisch bin. Papa, ich meine, Häuptling, einer wie, ist nicht mein Vater. Er kümmert sich nur um mich, seit ich klein war. Understood. Ist schon in Ordnung, ich verstehe. Nun gut, wir sollten los. Willkommen an Bord, Hayato. Und danke für alles, Häuptling Fuga. No need to thank me. Kein Grund, sich zu bedanken. Bitte komm zurück, wann immer du willst. Ich bin stolz, denjenigen getroffen zu haben, der das heilige Yato, den das heilige Yato erwählt hat. Du wie Text. Sprecht weniger. Ich sagte, sprecht weniger. Okay, was ging hier noch ab? Selbe Fähigkeit. Online gegen ihn kämpfen. Und noch eine Schloss-ID. Erstmal Daten aktualisieren. Ich hätte vorher was bauen sollen, vielleicht. Flüster, flüster, Knäuschen, wer knabbert an meinem Häuschen? Okay, Posteingang. Du hattest Besuch von Spencer, Yuki, Eto, Sora, ich weiß nicht, wer von euch das ist. Ob vielleicht Maria und Sora ihr beide seid. Rückmeldung. Tolle Reise, interessant. Achso, ja. Das müsste Spencer. Habt ihr euch Spencer genannt? Belohnung. Besuchsboni hier. Ja. Dann können wir das, ein Schlafsgeist. Schafsgeist. Puh. Keine Updates vorhanden. Keine Updates vorhanden. Ich hab doch erst ein Schloss-Update gemacht. Habe ich doch gerade eben gemacht. Ich bin dann im Posteingang und das Zubehör. Eto und Maria. Da pinkes Barett. So, Daten erhalten. Und da besuche ich euch in euren Schlössern. Jagdgründe. What's this? Wenn ihr das wollt, was ich habe, warum fragt ihr da nicht einfach danach? Yes. Hallo, ich fand mich zur rechten Zeit. Mein Juwel ist euer Juwel. Eine Arena habe ich gar nicht. Ihr habt sogar ein Gefängnis. Man darf mich Wächter nennen, doch ich beobachte nur die mickrigen Gefangenen.
Ah, Haitaka. Ja, ich habe auch das Gefühl, die vom letzten Mal sind auch erst nach einer Woche aufgetaucht. Also, die sind auch erst heute da aufgetaucht. Von daher. Für Besuche gesperrt. Das ist sogar jetzt auf 3 hochgegangen. Super. Kann ich 3 Sachen bauen? Oh, verdammt, ich hab vergessen, die Rückmeldung zu machen. Sorry, wer auch immer das war. Ich hab neue Gebäude. Neue Gebäude. Was bauen wir? Ich kann sogar ein Gefängnis bauen. Zubehörladen. Ein hoshidischer Hain. Bauen wir den Hain hier hin. Ein Gefängnis. Da ist meine Essensration, da ist das Kampftraining. Dann bauen wir das so hin. Die Schmiede. Die gehört zu den Waffenläden. Die sind hier. Und ein Zubehörladen, der müsste ja auch hier dazugehören. So. Perfekt, alles da. Dann reden wir mal mit ihm. Es gibt eine große Auswahl, das ist wahr. Welche gefällt euch denn? Schlafmütze oder Badetuch? Ja, hier, nimm ein Badetuch. Ungewöhnlich, ja. Auf jeden Fall danke dafür. Jetzt habe ich einen Typen mit einem Badetuch rumlaufen. Was ist das? Ryomas Keule? Okay, das klingt eigentlich nach einer starken Waffe. Mal sehen, läuft einer in der Schmiede. Der ist auch, der Silas ist auch überall. Many thanks. Was hat denn der eigentlich? Was ist mit dem eigentlich los? What should I do? Was soll denn das? Mosu ist die Wächterin? Ich fühle mich hier unten wirklich sehr unwohl. Bestechen, überreden, freilassen. Was ist denn hier los? Mosu als Wächterin, das ist doch. Das ist, kannst ja auch gleich die Gefangenen freilassen. Sorry, also. Das. Na, was haben wir hier? Oh, wir haben hier jetzt Fleisch. Dann geben wir dir norische Stärke. Level up. KP und Magie, obwohl das Ding Stärke geben soll. Das war köstlich, mir laut Anomie. Vielen Dank, ich fühle mich jetzt mächtiger. Okay. Gut, was können wir noch machen? Ja, wir können nochmal Leute zu uns einladen. Felicia, Rinka und Hayuto. Ich lade die Felicia ein. Die war eh immer nett. Listen. Geht es um die eine Sache, die ich kaputt gemacht habe? Das tut mir so leid. Wie? Thanks for inviting me over and for not asking me to clean your room. Okay. Ja, du musst nicht gleich aufräumen. Kannst du in 5 Minuten machen. Okay. Ja. Was in die du nachmittags oder nachts, um sie besser heiratest, du gibt es neue Ereignisse. Okay.
Okay, wie sieht's denn aus? Wir haben einige Unterstützungsdinge, aber meine Stimme versagt mir. Deswegen werde ich auch hier jetzt den Stream beenden. Das ist der Hauptpunkt. Ja, speichern. So, und dann werden wir nächste Woche mal rangehen. Wir sind echt nicht weit gekommen, wenn ich so sehe. Gerade mal ein Kapitel. Das ist nicht wirklich weit. Und da ist eine Pinnwand. Spencer, Yuki, seht ihr, das ist auch nur das. Ich werde gucken, dass ich mal an einem anderen Tag noch, oder wenn ich meine Aufnahmen mache, das Ganze aktualisiere. Da bin ich ja in meinem norischen Schloss. Ich weiß nicht, ob ich damit eine andere ID habe. Falls ich damit aber eine andere ID noch habe, werde ich die im Let's Play aufgeben. Ja, und ich glaube wirklich, das Game geht noch sehr lange. Ich muss aber trotzdem aufhören, sonst versagt mir die Stimme. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.